Tatort, Kritik Heike Makatsch als seltsame Kommissarin. Heike Makatsch, 46, ist eine seltene und seltsame Tatort, Kommissarin. Immer nur Ostern alle zwei Jahre taucht sie als Ellen Berlinger auf. Im ersten Fall 2016 ermittelte sie noch in Freiburg, an diesem Ostermontag in Zeit der Frösche plötzlich in Mainz. Der Fall, Schülerin Marie, 16, verschwindet nach einer Party. Ein Entführer fordert 10.000 Euro. Kommissarin Berlinger in schwerem Gewissenskonflikt, sie verschweigt den Eltern, dass inzwischen Maries Leiche gefunden wurde, und zieht mit dem ahnungslosen Vater die Lösegeldübergabe durch. Doch der Erpresser ist nur ein Trittbrettfahrer. Der wahre Mörder? Der Sohn, 13, von Berlingers Cousine Gerrit in Verdacht anschauen. Ja, ganz okay. Der Film hat stellenweise Spannung, aber auch Logiklecks. Makatsch spielt die alleinerziehende Mutter und angestrengte Mörderjägerin sehr ordentlich. Wäre schade, wenn wir bis Ostern 2020 auf ihr drittes Mal warten müssten.